Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die PP ist gleich MC Quadrat Box von Prinz Porno. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Prinz Porno PP ist gleich MC Quadrat. Also, Prinz B, ein Urgestein des deutschen Raps, 1998 das erste Release unter diesem Namen, Prinz Porno, veröffentlicht. Dann jahrelang mit diesem Namen unterwegs, ebenfalls aus der Royal Bunker Zeit, also genauso wie Sido oder Savage entstammt Prinz Porno dem Royal Bunker. Und dann 2006 das erste Release unter dem mittlerweile bekannteren Namen Prinz P, unter dem dann jahrelang veröffentlicht. Und jetzt, 9 Jahre später, also im Jahr 2015, erstmalig wieder ein Album unter dem Namen Prinz Porno. Wir sehen hier Prinz Porno mit einem Zweier bzw. mit zwei Omega-Symbolen geschrieben. Und ein PP ist gleich MC Quadrat. Also die meisten kennen wahrscheinlich von Einstein diese Gleichung E ist gleich MC Quadrat. Das einfach umgewandelt in PP, also Prinz Porno ist gleich MC Quadrat. Limited Edition lesen wir hier. Und die Box, was mir richtig gut gefällt, in so einer Tape-Gestaltung, also in so einer Kassettenvariante. Das Ganze ist ein Pappschuber. Hier lesen wir nochmal Prinz Porno. Richtig schön. Hier so 2 und daraus noch eine 3, also Prinz Porno 23 bzw. Omega Omega. Auf der Rückseite lesen wir Prinz Porno PP ist gleich MC Quadrat. Keine Liebe Records, produced by Max Mosley und mixed by DJ Stickle. Die Credits inklusive eines Barcodes. Und hier, wie gesagt, auf beiden Seiten Prinz Porno zu lesen. Oben und unten blank schwarz. Und wenn wir den Pappschuber entfernen, kommen wir zur eigentlichen Box. Auch hier wieder diese Tape-Optik, diese Kassette zu sehen. Hier auf der Rückseite nochmal Prinz Porno zu lesen. Und hier genau dasselbe wie auf dem Pappschuber. Okay, es ist eine Box, wo es nur, also wie ein Deckel, wo es nur oben aufgeht. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier eine Haube, ein Poster, jede Menge Sticker, kommen wir dann noch dazu, die Instrumentals zum Album. Und das Album an sich. Dann haben wir hier auf der Unterseite so einen Einleger, wo das Album drin befestigt werden kann. So ein Karton, so ein Papiereinleger. Lass ich jetzt drin. Und von innen die Schachtel, die Box komplett in Schwarz gehalten. Und hier haben wir nochmal das Logo Keine Liebe Records Berlin. Also das Label von Prinz P. Dann werden wir das Ganze wieder im Pappschuber verstauen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Keine Liebe Records, Prinz Porno, PP ist gleich MC Quadrat. Dann haben wir hier noch Infos, Date, Label, also so wie so eine Beschriftung von so einer Kassette. Prinz Porno mit Raiders Jacke und den Händen bzw. den Fingern das Gesicht verhüllend, die Augen verhüllend. Schwarz-Weiß Aufnahme. Und hier unten haben wir die Tracklist aufgelistet. Also, wir haben hier 16 Tracks. Es ist leider relativ klein gedruckt, das Ganze schwer zu lesen. Also, wir haben hier einmal DJ Stickle als Feature, Camp, RDK, das sind keine, Erich bzw. E-Rich, Jonorama und Cobra, also Kid Cobra und Kollega. Das sind die Features auf dem Album, 16 Tracks. Meine Favoriten sind der Track Chillig, muss ich nur kurz schauen, welche Nummer der hat,
sehe jetzt nämlich gar nicht auf Anhieb. Chillig hat die Nummer 9. Hier haben wir es. Chillig, Nummer 9. Und dann gibt es noch den Track 16, Dschungelabenteuer mit Kollega. Gefällt mir auch richtig gut. Langer Track, wo die beiden einfach immer sich partweise abwechseln und darüber berichten, dass sie in irgendwo in den Dschungel fliegen und dort Abenteuer erleben. Also auf jeden Fall gelungener Part und die beiden können sowieso Stories erzählen wie kein anderer. Auf jeden Fall eine Todeskombination auf diesem Track. Das Booklet relativ stark, also es fühlt sich so nach Karton an, relativ gestärktes Papier. Also hier Infos bzw. Credits zum Album. Und hier Pi anschreiben, beziehungsweise Porno anschreiben. Dann haben wir hier die Tracklist, inklusive der Infos, wer an den Tracks beteiligt war, Produktion, Text etc. Studioaufnahmen, Eindrücke aus dem Entstehungsprozess. Ein Bücherregal. Gut möglich, dass es direkt ein Bücherregal ist von Pi, beziehungsweise Porno. Hier nochmal Prinz Porno. Das sieht mir sehr stark nach Klaus Kinski aus. Sieht aus, ja, ein Bilderrahmen. Dürfte irgendwo an der Wand hängen, eventuell in seiner Wohnung oder im Studio. Eine Bar. Pi mit Raiders Cap. Was haben wir hier? Kelvin Brodus in Bilder after Memory. Murder was the case. Okay, also das dürften Platten, Vinyl sein, die eventuell Pi inspiriert haben. Und dann haben wir hier am Ende noch Shoutouts, also beziehungsweise eine Danksagung von Prinz Porno. Und hier nochmal zwei Mittelfinger. Alles klar. Also, schönes Booklet und relativ schwer hier wieder reinzubekommen, weil es echt dick ist, aber geschafft. Die CD sieht so aus, erinnert so ein bisschen an Dartscheiben, Zielscheibenoptik in meinen Augen. Prinz P zu dem Omega, keine Liebe Records, Independent Label seit 2009, was los, West-Berlin lesen wir hier. Auf der Rückseite lesen wir nochmal, keine Liebe Records, Prinz P oder Prinz P zu dem Omega, so P.O. Porno. Dann haben wir die Instrumentals, diese in einer Papphülle. Ich dachte am Anfang, meine Instrumentals wären hier beschädigt, aber meines Wissens, also ist das keine Beschädigung, sondern es gehört so von der Optik. Also hier lesen wir wieder dasselbe, nur eben mit dem Zusatz Instrumental Album. Auch hier die zwei Mittelfinger. Und hier die Trackliste angeführt. Dann haben wir die CD, genauso wie auch schon die normale CD, in einer Papphülle. Dann haben wir ein Poster, dieses leider unschön gefalten, aber ich glaube, es geht auch so. Also wir haben hier einmal Prinz Porno 23. So orange, rot, gelb, Querformat und auf der Rückseite das meiner Meinung nach bessere Motiv, Prinz Porno mit dieser ja, Gestik, mit dieser Gesichtsvermummung, sage ich mal. Im Querformat, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste, würde ich klar diese hier wählen. Dann haben wir jede Menge Sticker. Wir haben einmal diesen Sticker hier im Querformat, Prinz Porno mit Mikrofon. Dann haben wir hier drei Sticker, keine Liebe Gang, Prinz Porno und nochmal Prinz Porno. Diese zwei Sticker, einmal so Graffiti-mäßig, 3D-Schrift, in rosa und lila gehalten und einmal der klassische Schriftzug Prinz Porno, wie wir ihn schon von den Covers kennen. Und dann hier nochmal drei Sticker, zweimal keine Liebe, einmal schwarz-weiß, einmal weiß-schwarz und Prinz Porno, so Pfeilschrift.
Also insgesamt 3, 5, 8, 9 Sticker in verschiedenen Größen und Formaten. Und dann haben wir noch eine Haube, eine Mütze, keine Liebe lesen wir hier vorne, quadratisch aufgenäht, aufgestickt. Ansonsten die Haube komplett schwarz, allerdings haben wir hier hinten, alles klar. Also man kann die Haube normal tragen oder aber man klappt sie auf und dann hat man praktischerweise direkt eine Sturmhaube, eine Skimaske. Gefällt mir richtig gut, also habe ich echt nicht gewusst, dass das so 2 in 1 ist. Ich dachte zuerst, was soll das Loch hier, aber das ist absichtlich. Also je nachdem, ob man jetzt einfach nur nett Skifahren möchte oder im Winter draußen unterwegs sein möchte und einen warmen Kopf behalten möchte oder ob man eventuell eine Bank klar machen will, kann man die ganz einfach umfunktionieren. Wir schauen jetzt nochmal kurz. Das Material würde mich noch interessieren. Jawohl. So, wir haben es zu tun mit, man kann das lesen, jawohl, 100% Acryl, made in China, hier noch die Waschhinweise. Sonst keinerlei Infos. Ja, keine Liebe, nochmals. Schöne Haube auf jeden Fall. 2 in 1. Ja, und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Haube bzw. Skimaske, je nachdem wie ihr sie verwendet. Dann die Sticker. 9 Stück an der Zahl im Quer- und auch Hochformat oder quadratischen Format. Die Album Instrumentals in der Papphülle. Das Album normal in einem Jewel Case, in einer Plastikhülle. Und dieses Poster doppelseitig im Querformat. Das alles in dieser wunderbaren Box. PP ist gleich MC Quadrat von Prinz Porno. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Prinz Porno unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.